5400 Kilometer von Bochum entfernt, am östlichsten Rande Kasachstans, unmittelbar an den Grenzen zu Russland, China und der Mongolei, liegt in einem Hochtal des Altai-Gebirges eine der bedeutendsten archäologischen Fundstellen Kasachstans, Berel. Seit den 1980er Jahren erforschen hier kasachische Archäologen 40 Hügelgräber, sogenannte Kurgane. Wie Perlen an einer Kette erheben sie sich deutlich sichtbar aus der Talebene. Sie sind 2500 Jahre alt und haben einen Durchmesser von bis zu 30 Metern. Stumme Zeugen eines jahrtausendealten Totenkultes. Bei den Ausgrabungen von Kurgan 11 stoßen die Forscher in 5 Metern Tiefe auf den ehemals überdachten Grabraum. Alle Spuren deuten darauf hin, dass das Grab schon kurz nach der Beisetzung wieder geöffnet wurde. Die Täter sind bei ihrem Tun nicht gerade zimperlich vorgegangen. Auf der hölzernen Grabkammer stehend müssen sie sich mit schweren Äxten Zugang verschafft haben. Hier liegt der eigentliche Baumsarg. Er wurde auf der gesamten Länge aufgebrochen und offensichtlich aller Grabbeigaben beraubt. Die teilweise mumifizierten Überreste eines Mannes und einer Frau werden sichtbar. Sie wurden von den Grabräubern rücksichtslos an die Rückseite des Sarges geschoben. Der Mann war nicht älter als 40. Noch zu Lebzeiten hatte er mehrere Rippenbrüche sowie Verletzungen an der Wirbelsäule erlitten, die jedoch bereits vor seinem Tod verheilt waren. Eine Wunde am Schädel weist scharfkantige Ränder mit Splittern im Gehirn auf. Spuren einer Trepanation, also einer gezielten Öffnung des Schädels. Scheinbar hatte man vergeblich versucht, dem Mann kurz vor seinem Tod durch eine Operation am offenen Schädel zu helfen. Die Frau ist in einem Alter zwischen 50 und 60 Jahren gestorben. Sie wurde vermutlich später beigesetzt. DNA-Analysen offenbaren, dass sie mit dem Mann verwandt war. War das brutale Vorgehen der Grabräuber vielleicht ein Glücksfall? Der Raub fand augenscheinlich in größter Eile statt und aus Erfahrung wissen die Forscher, dass Grabräuber im Eifer des Gefechts oft wertvolle Beigaben übersehen. Und sie sollen Recht behalten. Mit Gold verzierte Schnitzereien aus Holz. Kunstvoll gefertigte Objekte aus Knochen. Stoff- und Pelzüberreste werden sichtbar. Eine Haartracht erscheint unter den mit größter Vorsicht arbeitenden Händen der Forscher. Möglicherweise eine Perücke. Einzigartige Stücke in erstaunlichem Erhaltungszustand. Unter normalen Umständen verrotten organische Materialien innerhalb weniger Jahre. Wie konnten sich all diese Objekte über einen so langen Zeitraum erhalten? Das Klima in diesem einsamen Hochtal von Berel ist rau. Während des kurzen Sommers steigen die Temperaturen nur wenig über 20 Grad. Der Winter mit Temperaturen durchwegs im zweistelligen Minusbereich dauert von Oktober bis April. So bildete sich in einigen Kurganen Permafrost. Das Grab war also das ganze Jahr hindurch gefroren. Ideale Bedingungen für die Erhaltung von organischem Material. Die Forscher fanden heraus, dass dies nur für einige Kurgane gilt. Andere, teilweise in unmittelbarer Nähe liegend, waren nicht dauerhaft gefroren. Warum? Eine mögliche Erklärung ist, dass manche Gräber im Winter verfüllt wurden. Die Kälte wurde sozusagen mit eingeschlossen. Kurgan 11 ist also ein archäologischer Glücksfall. Bei den Kurganen von Berel handelt es sich offensichtlich nicht um irgendeinen Friedhof. So existieren keine Kindergräber. Alle Verstorbenen erhielten sehr reiche Grabbeigaben. Die Toten wurden mit einem großen Gefolge von Pferden bestattet. War Berel ein Elitefriedhof?
In Kurgan 11 wurden den Toten 13 Pferde mit ins Grab gegeben. Sie ruhten in zwei Lagen übereinander. Hölzerne Nachbildungen von Steinbockhörnern zieren ihre Köpfe. Angeschirrt mit prunkvollem Zaumzeug und aufwendig gearbeiteten Sätteln führte man die Tiere vermutlich in das Grab. In Hockstellung wurde ihnen dann der Schädel eingeschlagen. Die Kurgane von Berel. Archäologische Sensation und einzigartiger Blick in die Vergangenheit.